Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Dankeschön. Sind Sie Herr Fall? Fall? Sie sind die Frau Rausch? Frau Rausch, genau. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Ich darf Ihr Lehrling sein heute. Lehrling-Praktikant. Ja. Leichenlehrling. Leichenlehrling nicht, aber Praktikant für okay. Die Beschattung. Einen Tag sind Sie ja heute bei uns. Ja. Und kann ich Ihnen erstmal hier den Betrieb ein bisschen zeigen, meine Mitarbeiter vorstellen. So viele Mitarbeiter, das gibt's ja gar nicht. Lass und die sehen alle so fröhlich aus. Sind das berühmte Leute, die Sie beerdigt haben? Ja. Das ist der Klaus-Jürgen Wussow, den habe ich jetzt in Berlin beerdigt. Und vor 2 Jahren habe ich den Harald Junge beerdigt. Ah ja. Hier ist die Sargausstellung, wo die Angehörigen quasi den Sarg aussuchen. Ach, hier ist die große Auswahl. Ja, es gibt verschiedene Särge, große, kleine, aufwendige. Verschiedene Urnen stehen hier. Dieser Kasten ist eine Urne? Das ist eine Urne, ja. Eine Kastenurne. Eine Kastenurne. Da ist noch eine Fußballurne. Sie haben vielleicht gesehen, draußen das Schaufenster ist dekoriert. Ja, ich habe es schon gesehen. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Da ich mal fragen, wer das verbrochen hat. Ihre Idee, ehrlich? Ich habe einen sehr guten Dekorateur, der in der Branche relativ bekannt ist. Und wir haben sehr viele moderne Fenster. Ja, müssen wir gleich mal gucken gehen. Hier, was denn das? Eine Art Libellensarg, oder? Ja, ganz glänzend. In verschiedenen Libellenfarben. Ja. Wahnsinn. Hier, das ist auch eine Herzurne. Ja, für kitschige Leute, ne? Ja. Ja. Aber es ist doch komisch eigentlich, die Kultur bei uns, dass man so ein teures, wertvolles Ding da unten verrotten lässt, oder? Also für mich als Bestatter ist natürlich lieber, ich verkaufe einen teuren Sarg, da verdiene ich mehr dran. Wenn ich den Kunden aber immer rate, sage ich, die sollen immer einen billigeren Sarg nehmen. Den ganz einfachen Sarg, der reicht auch. Ja. Und die sollen sich nicht bei mir gewissenfrei machen für die Angehörigen. Sie sollen lieber vorher bei den Angehörigen was tun. Das ist im Endeffekt teilweise nur Schaueffekt. Mhm. Also eine ganz einfache Sarg tut das auch. Den sehen Sie gleich auch nochmal hinten. Wir haben unten auch noch einen Pappsarg stehen. Ach, einen Pappsarg gibt es auch? Ja. Und hier haben wir ein ganz modernes Fenster, das Richtung EM hindeutet. Jetzt sagen Sie nicht, diese Fußbälle, ja, das sind die Urnen. Das sind die Urnen. Das ist ja unfassbar, dass man so ein Halligalli machen kann, oder? Mit einem Bestattungsunternehmen. Nehmen die Leute das an? Ja. Wir hatten damals einen Schallgefähren, ist beerdigt worden. Der ist in der blau-weißen Urne beigesetzt worden, auch mit seinem Schal. Dann gibt es hier noch eine Urne. Die kann man selber vollfüllen. Da kommt innen drin die Urne rein, die eigentliche Urne. Und außen kann man für sich selber dann eigenständig dekorieren. Wahnsinn. Und das machen Leute? Das machen Leute. Und im Endeffekt, wir Bestatter müssen ja irgendwie auch Werbung machen. Das ist ein normales Geschäft wie jedes andere. Das darf man auch nicht verkennen. Ja. Früher war ja der Schreiner nur da. Der hat den Sarg hergestellt. Und mehr hat er nicht gemacht. Die Leute haben den Sarg abgeholt, den Leute selber rein, selber zum Friedhof getragen. Gewaschen oder gefahren ist dann teilweise noch das Fuhrunternehmen, das ist so die andere Spalte, die Bestatter geworden sind. Und da wurde aber gewaschen, geweint, der wurde zu Hause aufgebahrt, die Träger waren von zu Hause, die Grabstelle wurde von der Nachbarschaft gemacht. Es war alles da. Ja. Und wir machen nichts anderes, als wir diese Dienstleistung übernehmen. Ja, und dadurch sind die Leute so entfremdet. Alles ist so hinter verschlossenen Türen weg, weg, weg. Damit man nicht darüber nachdenkt, dass man selber stirbt. Ja. Ja. Aber wir sterben. Das ist so sicher. Ich auch, ne? Ja? Ja. Ja. Sie auch? Ja. Ich weiß nur nicht, wer vorher. Sie oder ja, ich? Wir können ja mal gucken, ne? Wir können ja eine Wette abschließen. Ich werde 100. Gut, Sie sind jünger. Ich wette, Sie sterben vor mir. Eine Flasche Champagner. Ich trinke keinen Alkohol. Ach so, eine Flasche Apfelsaft. Hier wird der Sarg gerade reingefahren. Hebt er den jetzt ins Auto? Den fährt er jetzt runter in den Keller. Ist da jemand drin? Da ist keiner drin. Oh, meine junge Frau. Hätten Sie aber auch nicht mitgekriegt, ob einer drin ist. Ja, Sie könnten mir ja erzählen, was Sie wollen. Ja, mache ich so oder so. Da ein Tier drin liegen. Also der Herr Michels, der macht aber auch einen Lärm. Du. Ja, der holt seinen... Das ist ein Gabelstapler für die Särge. Ja, können wir uns gerade angucken. Damit er den Sarg nicht selber tragen muss, kann er den jetzt hier mit hochfahren. Ah, da muss man aber genau die Mitte erwischen, was? Ja. Da ist doch die Schraube. Aha. Und das ist die Mitte vom Sarg. Sie sind ja ein Fuchs.
Hier ist ein Hund. Haben Sie Angst vor dem Hund? Oh, wenn er mir nicht ins Gesicht beißt? Dann nee, das ist ein ganz braver Hund. Ja. Das ist von dem Mitarbeiter. Guten Tag, hallo. Der hat einen Hund zu Hause und den bringt er dann tagsüber mit hierhin, mit Knochen. Das? Ist das ein Spielknochen oder ist das ein echter? Das ist kein Menschenknochen, ne? Nee. Gut. Ja, hier ist so herkömmliche Schreinerei. Der macht jetzt zurzeit Türen noch. Dann gehen wir einmal so rund, dann haben sie mal kurz. Türen für den Sarg macht er, ne? Ja, Türen für den Sarg. Da ist jetzt noch der Auszubildende, der Herr Alexander Theisen. Der macht bei uns die Ausbildung. Passen Sie auf. Passen Sie auf, nicht dazu. Ja, Sie können mir doch nicht an den Po packen. Ja, ich gehe Ihnen lieber schneller an den Po, danke. Als dass weiß es. Eine schöne Trauerkleidung, Manometer. Ja. Herr Michels? Der müsste man doch eigentlich hören, wo der ist. Ja, normalerweise müsste man den hören. Die hier sind so Löcher. Die sind vorgebohrt. Die sind also so vom Werk gekommen. Ja. Die werden dann hier reingestellt, hochkant, damit die nicht so viel Platz einnehmen. Ah ja. Und das hier ist der Schutz einfach, weil es immer darum geht, dass sie keinen Kratzer haben dürfen. Ja. Das ist schon verrückt. Die Würmer dürfen es aufessen, aber es darf vorher kein Kratzer dran sein. Nee, das kommt nicht so gut an. Ja. Weil da sind die bestimmt so pingelig, die Deutschen, wie mit ihren Autos, oder? Teils, dass ja. Dass die dann die vor der Beerdigung einmal um den Sarg rumgehen, nee. Um zu gucken, ob alles richtig ist. Die Angehörigen nicht. Nee, ach so, weil. Sondern die Weitläufigeren, die zur Beerdigung kommen. Die nicht so traurig sind. Ja, die nicht so in der tiefen Trauer sind. Ja. Es gibt verschiedene Särge. Die kriegen wir per LKW direkt aus der Tschechei. Mhm. Die anderen Särge, die wir jetzt im Keller haben, die sind bereits fertig ausgeschlagen mit Kissendecke. Und den Sarg schlagen wir jetzt quasi aus. Wir von der Vorschrift her gehört. Mal eins nach dem anderen hier, ne? Ja, das ist hier der Chef von der Abteilung. Ja. Gucken Sie, so. Mhm. Dann dieses Plättchen und dann gerade in die Löcher rein. Dann könnte man ja auch, wenn man noch gesund ist, noch seinen eigenen Sarg selber die Griffe dran machen. Oh Gott. Jetzt machen Sie, ich mache Ihnen das mal vor. Ja. Und dann machen Sie selber. Ja. Oh. Sie sind aber auch laut, doch. Ja, der ist so, Achtung. Gut. Sehr gut. Machen Sie aber jetzt Schluss. Ja, danke. Ja, Schluss, ne? Schnell, können wir brauchen. Was machen Sie morgen? Ja, ich komme hier hin. Ja, und jetzt das Tuch, ne? Jetzt machen Sie diese Folie. Ja. Ja. Da. Jawohl. Das spuckt immer so Luft aus. Ja. Sonst würde ich ja nicht schießen. Achtung, Finger weg. Ich habe Angst, dass ich Ihnen wehtue. Oh, das passiert nicht. Hatten Sie schon mal so ein Ding im Finger? Ne? Ich habe schon mal den Finger festgeschossen. Da, so. Ehrlich, ja, wahr? Und dann, was aufgerissen dann? Ja, abgerissen. Und dann die Augen zu und fertig. Wie Augen zu? Ja, dann raus. So, jetzt kommt ein bisschen schmutzige Arbeit. Und das ist auch nur zum Auffüllen? Dass die aufgesaugt wird. Aha. Ich meine, wie viel Flüssigkeit kann denn da rauskommen? Wie viel Liter? Nicht viel. Also das ist das. Nee. Ist bei jedem. Aber das hier ist sowieso nicht teuer. Das ist ja Müllpapier. Ist das Ihr Papiermüll? Das Papier. Ja. Das ist gut. Von der Steuer, ne? Irgendwas. Nein, die Steuerunterlagen. Ich habe nichts zu verbergen. Reicht schon? Ja. Jetzt wird es schick gemacht hier. Jetzt kommt der Satin. Jawohl. Genau. So. Ist das hier jetzt ein Sarg, wo die Leute den Toten dann sehen, oder? Ja, bei uns sind alle Särge grundsätzlich so ausgeschlagen. Ja, also es wird hübsch gemacht, egal ob es offen ist oder nicht. Ja. Ja, sonst könnten die Leute einen ja veräppeln, wenn man dann erst sagt, nee, ich will einen geschlossenen Sarg. Und dann sagen die, nee, ich will doch mal gucken. Ja, und dann liegt der Tote da in so einem Stück Papier rum. Das geht ja nicht, ne? Und Sie holen die Leichen ab? Ja. Und Sie fahren die auch zum Friedhof? Ich mache so, die auch, ne? Zurecht. Machen wir das später auch? Ja. Zeigen Sie mir das? Ja, ja, wir machen das zusammen. Oh. Warum? Ja, ich bin natürlich da aufgeregt, ich habe natürlich Angst. Warum denn Angst? Ja, weil... Der Tote tut doch keinem was mehr. Nee, genau, aber man hat schon Angst. Ich habe Angst, dass ich in Ohnmacht kipp oder brechen muss. Oder? Ja, bevor ist sie doch auf so, der Erde sind, haben wir sie gefangen. Und jetzt kommt das Gießen. Ich würde immer denken, das wären feinste Daunen, die da drin sind. Darf ich mal fühlen? Ja. Oh ja. Tackern wir das zu? Ja.
können Sie das denn nur bei Fremden machen oder würden Sie das auch bei Verwandten schaffen? Ich habe meinen Vater und meine Mutter selber im Sarg getan. Ja? Ja. Oh ja. Das könnte mir ja keiner gut genug machen. Ach so, verstehe. Jetzt machen wir die Decke. Aha, und dann eingeschlagen. So, und dann richtig. Kommen hier die Arme. Oben dann drauf. So, da drüber. Oder so. Ja. Und dann so. Ja. Genau. Kann man aber jetzt nichts riechen oder so. Den riecht man jetzt nicht, weil der ist gekühlt. Gekühlt und außerdem riecht nicht jeder. Ja. Sie können das alleine? Ja. Wahnsinn, ja, ich dachte, da müssen jetzt 4 Leute das machen. Jetzt saß ich gerade im Auto und dachte, lalala, und plötzlich ist mir eingefallen, dass da jetzt eine Tote da hinten drin liegt. Das ist ja doch, ist ja das erste Mal für mich, dass ich in einem Auto mit einem Toten bin. Das ja, ist ja eine Arbeit für jedes andere auch. Und wir müssen ja auch irgendwo mit unseren Gefühlen umgehen und wir dürfen auch hier was singen und auch lustig sein. Ist das so Ihre Maxime bei der Arbeit? Also ist das der Trick, damit umzugehen? Dass man der Trick, damit umzugehen, wenn man vom Trick reden kann, ja, ist die Natürlichkeit. Einfach dazu zu stehen, wenn zum Beispiel bei kleinen Kindern oder Verwandte oder gute Bekannte, wenn die sterben, dann bin ich traurig. Und jetzt bei dem Schwiegervater, der war dann bei uns im Haus auch aufgebahrt. Wir haben uns verabschiedet und da kam auch unsere Kleine rein und guckte und sagte, Mama, Papa, warum weint er eigentlich? Der Opa ist jetzt tot, der ist da oben im Himmel, demnächst sterbt ihr. Dann seid ihr auch im Himmel und dann sterbe ich auch und dann komme ich zu euch auch in den Himmel und dann waren wir alle am Lachen. Ein ganz natürliches Verhältnis. Wie glauben Sie das denn auch, wie Ihre Tochter? Glauben Sie, dass die Leute in den Himmel kommen? Ich glaube, dass da oben irgendeiner ist. Ja? Ja, da glaube ich. Und dass irgendwie irgendwas noch kommt, was auch immer. Ich war sehr mit der katholischen Kirche verbunden. Früher war ich im Kirchenvorstand drin, war Lektor auch hier in der Kirche, hatte aber vor 5 Jahren, 6 Jahren persönlich sehr große Probleme. Ich habe mich versucht umzubringen, wegen einer Frau, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen Frau, Freundin, Öffentlichkeit, der Druck, der da war. Verstehe. Ich sitze in der Kirche, muss der Gemeinde vormachen, ich bin der liebe Familienvater. Mhm. Der gute Ehemann, der gute Geschäftsmann, alles drum und dran. Und in Wirklichkeit habe ich eine Freundin und kann selber mit dem Spagat nicht leben. Ja. Bin da in das System reingekommen und dann wollte ich einfach nicht. So, dann können wir mal aussteigen. Also gut. Jetzt hier so rum. Noch gerade? Jetzt rum? Jetzt rum? Weiter rum? So. So viel, stopp, jetzt erst zurück. So, jetzt so stehen lassen. So. Ich will es nicht schuld sein. Und dann macht man bestimmt hier so schön. Das wäre die Handbewegung für heiteres Berufsraten. Genau. Hier haben wir dann noch die Osterkerze. Wieso denn eigentlich eine Osterkerze, wenn gar kein Ostern ist? Das ist fürs die brennt Jahr. Für das ganze Jahr. Die wird Ostern angesteckt und wird dann... Okay, Jahr. Ich weiß das ja nicht so. Dann üben wir noch. Ja, wir üben das. Gut. Ich vergesse die ganze Zeit, dass da jemand drin liegt. Das ist auch... Solange Sie sich pietätvoll benehmen. Ich benehme mich ja pietätvoll, aber ich kriege das nicht gerafft, dass da jemand drin liegt. Ich vergesse das die ganze Zeit. Wir können auch nicht mit jedem mittrauern. Wir machen unsere Arbeit, wir sind Dienstleister, hatte ich ja schon mal gesagt. Ja. Und wir bereiten jetzt vor und ich bin auch so in der Arbeit drin, dass wir konzentriert arbeiten, dass wir zeitlich zurechtkommen. Und ja, der Verstorbene steht halt unter uns und wir sind... halt pietätvoll und
Das ist unser Job. Dann sieht es aber schön aus. Ich hoffe, lassen wir noch ein paar Meter zurück oder ein Stückchen zurückgehen. Dass das alles symmetrisch aussieht. Ja. Der Herr Nöten hat noch was gefunden. Ja. Machen Sie denn? Auf die Uhr gucke. Ach so. Ich gucke, wie viel Zeit wir noch haben bis zur Grabstelle. Ich dachte, Sie schreiben Ihrer Bekannten eine SMS. Nein. Nee. Hier ist quasi Familiengrabstelle. Boah, ist das tief. Muss das so? Das ist doch völlig übertrieben, oder? Nee, da gibt es auch wieder so und so viel Schicht, muss wieder über dem Sarg sein. Okay. Hier ist jetzt das Schäufelchen für den Pastor. Und dann stellt man einfach alles auf das Nachbargrab, das ist okay? Ja, das ist okay, weil wir machen nachher auch wieder sauber. Oder ja, okay, also dass das keiner sieht und so. Nee, dass keiner sieht. So, und jetzt haben wir hier quasi die Arbeit erledigt. Jetzt weiß ich, dass die Stricke da sind. Und nachher, also dann wird der Sarg auf die Stangen gestellt. Ja. Und dann werden die Stangen weggezogen und nur mit dem Seil. Mit dem Seil runter. Und das machen das Profis von Ihnen oder von Ihnen? Das sind meine Mitarbeiter. Ah ja gut, weil da kann viel Quatsch passieren, ne? Normal nicht. Herr Nöten nickt aber. Herr Nöten sagt ja. Ja, aber vom Grundsatz. Nee, aber wenn Freunde das machen, ne? Ja, die sind ja dann oft auch angetrunken. Da ist einer von uns dabei, wo wir dann sagen, anheben, ablassen. Ja. Und jetzt kommen wir zur Trauerhalle. Da stehen die ersten Trauergäste schon. Guten Tag. Guten Tag. Wir gucken jetzt noch mal kurz. Nur kurz, ob alles gut aussieht. Ja, das sieht aber auch gut aus mit den Kerzen. Alles an. Ja, und dann können wir jetzt im Endeffekt. So kann man das herzeigen, ne? Ja. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung. Hier vorne sehen Sie die schöne Eifel. Wunderschön. Wie im Urlaub. Ja, es ist teilweise auch wie im Urlaub, wie im Märchenland. Hier ist eine Fliege, das macht doch keinen guten Eindruck. Wenn im Wagen von einem Bestatter, dass hier eine Fliege rumfliegt. Und nu? Und nu gehen wir jetzt noch in den Keller, wo noch weitere Särge stehen, wo noch auch die Verstorbenen sind. Und ich gehe mal gerade vor. Den Bereich haben Sie ja noch nicht kennengelernt. Hier befinden sich noch weitere Särge. Hier ist unser Sarglager, die bereits ausgeschlagen sind. Der Raum vom Herrn Michels. Büro. Hier ist so ein. Ach, sagen Sie bloß, das ist für Kinder. Das ist für Kinder. Oh. Das sind für kleine Kinder, das sind für Föten, die Särge. Für Frühgeburten. Jetzt kommen wir hier in den Bereich, wo wir die Umbettung machen. Ja, hier sind auch zwei Kühlräume. Mhm. Links und rechts. Hier können Sie auch noch lockerlässig angucken. Im Endeffekt ist jetzt hier in diesem Raum ein Sarg drin, der ist aber verschlossen. Aber da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Das ist auch ein ganz, ganz einfacher Sarg. Das ist ein Verbrennersarg. Wie kalt ist das denn hier drin? Sehr kalt. Wie? 6 Grad. Ah ja. Um die 6 Grad. Und wir haben hier nichts zu verbergen. Also hier ist nichts Anormales und hier ist nichts. Ja, aber es ist schon so, hier, ich muss echt sagen, also hier, alleine, dass wir hier unten sind und ich weiß, dass ich gleich einen echten Toten sehe, oder da, dann ist das so, meine Knie zittern total. Ich habe totale Angst. Ich habe Angst, dass ich in Ohnmacht kippe oder mich übergebe. Ich bin total zitterig. Überhaupt keine Angst haben. Sie sind im Endeffekt geboren, um zu sterben. Und jeder von uns hat diesen Weg noch vor sich. Und wir wissen leider nicht, was nach dem Tod ist.
Und wir Menschen machen erst wieder dieses Bohai da draus, nicht drüber reden, keinen Toten mehr zu sehen. Meine Eltern oder früher wurden die Verstorbenen am Hause aufgebahrt. Das war was ganz Normales. Ja. Welchen wollen Sie, einen grünen oder einen schwarzen? Grün gerne. Grün. Das kommt mir lebendiger vor. So als wäre es nur eine Operation und keine Toten. Gut. Und was ist, wenn, gibt es sowas, dass die nochmal ein letztes Mal so atmen? Oder ist das? Das tut beim Hochheben. Das letzte Mal atmen ist beim Hochheben. Also wenn die Luft so. Wenn die Luft nochmal rausgeht, ja. Ja. Wenn der Verstorbene halt gerade eingeatmet hat, und das sind so kleine Scherze, die macht man bei Praktikantinnen oder bei Praktikanten. Da stehen die so. Da stehen die. Man hebt den Verstorbenen an und in dem Augenblick kommt dann nochmal ein Luftschwall raus. Mhm. Dieser Luftschwall an sich stinkt dann auch noch zusätzlich, mhm, weil dann die Lüfte, die drin waren, dann ist es unangenehm für dich. So ein bisschen so wie Gas, ja, vergast. Ja. Und den Praktikanten sagt man das nicht und dann ist das so wie, ja, machen Sie mal das Geräusch nach, wie das klingt. So? Ja, wäre so ein... Ach so, wie ein Schnarchen, richtiges, ja, so lautes... Boah. Hier ist jetzt, sind zwei Verstorbene und dann noch Zwerge. Da ist ein älterer Herr, der ist verstorben, der liegt jetzt hier, damit wir ihn fertig machen können. Mhm. Fertig machen heißt ankleiden, einbetten im Sarg. Und vom Grundsatz her hat er ja einen friedlichen Gesichtsausdruck, das ist meistens so bei den Verstorbenen. Ja. Die sind alle entspannt, ja, die Muskeln sind entspannt und da ist nichts, ja, nichts Anormales. Ja, 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 sehen, aber das Problem, ich verstehe, dass das nicht anormal ist, aber wenn man das noch nie gesehen hat, dann kann man sich ja noch so oft sagen, das ist normal, aber das ist schon so, dass man so... Puh. Weil Sie es noch nicht gesehen, genau, haben, ja, haben Sie sich aber schon unheimlich viele Gedanken gemacht, ja, wie schlimm es ist. Und zwar schlimme Gedanken. Schlimme Gedanken, so, aber warum schlimme Gedanken? Und Sie haben es noch nie gesehen. Hm. Anstatt zu sagen, gut, ich habe noch nie gesehen, keine Gedanken. Aber wir, ja, Menschen sind halt teilweise so strukturiert zu sagen, was alles schlimm ist. Es ist aber schon so, dass man jetzt, also ich habe das Gefühl, da macht, ist das ein Mann oder nicht? Das ist ein Mann. Dass der gleich die Augen aufmacht. Ja, so friedlich liegt er da. Ja, dass der dann sagt, buh, davor habe ich Angst, dass der plötzlich sich bewegt. Weil wenn er das machen würde. So, sonst würde der ja schlafen. Ich kenne ja nur Leute, die so liegen und schlafen. Ja. Ich denke jetzt auch, ich müsste leise sprechen, weil die schlafen. Den kriegen sie nicht aufgeweckt. Ja. Der ist von einem Arzt begutachtet worden, da ist extra ein Totenschein ausgestellt worden, der ist tot. Hm. Das sind so die Horrormärchen, die man überall wieder Deswegen hört. Nimmt man ja ein Handy mit in den Sarg, dass man dann noch anrufen kann. Und da unten ist das, damit es abläuft. Ne? Das habe ich schon verstanden, das gleiche Problem wie mit dem Ausschlagen. Ja. Darf ich da reingehen? Ja. Dass unten da die dunklen Flecken sind, diese Liegeflecken, die zu berühmten, wo das Blut sich da sammelt. Hm. Ja. Das sind die Totenflecken quasi. Daran erkennt man als erstes mit, dass einer tot ist, nach ein paar Stunden. Das ist aber schon anders als die Haut von einem Lebenden. Also so wie Wachs oder so. Oh, ja, das ist echt, das zittert am ganzen Körper, die ganzen Beine zittern und so. Ist das normal? Das ist normal. Ja. Das ist normal, weil die Anspannung dabei ist, das erste Mal einen Toten zu sehen. Ist er einfach im Schlaf gestorben? Ist er an Altersschwäche gestorben? An Alter, ja. Keine Schmerzen? Nee. Sieht man. Er hat keine Schmerzen, er hat gar nichts mehr. Tja, das ist mal echt beeindruckend. Ja, aber die ist ganz kalt. Eisekalt. Aber man weiß, dass das eine Menschenhand ist, weil da, man kann die Knochen fühlen. Ja. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir an den Verstorbenen dran und kleiden ihn quasi an. Einer stellt sich auf die linke, einer auf die rechte Seite. Und dann müssen sie von oben... Aha, das, wie man bei Kindern am Hosenbein macht, damit, genau, das besser, genau, durchgeht. Genau so. Okay. Hier reingehen und dann nehmen Sie sich... Genau. Und zwar den richtigen, ne? Den richtigen, ja. Sie hatten ja eben schon mal, ist kalt. Ja, ist sehr kalt.
Genau so. Sehr gut. Wir haben Zeit hier. Der hilft ja auch gar nicht mit, ne? Nee, lass mal. Das ist aber ein ganz ungewohnter Geruch. Kann das sein? Ein Mini-Hauch von... Guck, da sind die schon so. Echt? Tatsächlich. Entschuldigung. So, jetzt. Und dann wieder den Steg da drunter. Heißt das auch Steg? So eine Halterung von dem. Okay. Ist das denn für Sie ein Unterschied, ob Sie jemanden kannten oder nicht kannten? Ja. Ja. Ein Riesenunterschied. Weil man dann eine Geschichte hat. Zu dem Verstorbenen. Wie er herumlief, ob er ein naher Verwandter war, ein Freund. Und dann ist aber auch die Trauer da. Wobei das für mich dann eine Ehre ist, im Endeffekt den Verstorbenen dann nochmal herzurichten. Mhm. Den dann anzukleiden. Jetzt zu 1, 2. So. Darf ich die Hände falten? Ja. Also versuchen, aber nicht, nicht versuchen, die Finger ineinander oder doch? Doch, also so versuchen und dann jetzt an den Arm noch schieben. So. Und dann jetzt die Daumen noch mitholt. Noch mehr reinschieben. Ja, so. Man kann ja keinem wehtun, ne? Sonst nee, aber trotzdem ist das für mich auch ein Problem. Ja? Ja. Mögen Sie das auch nicht? Nee. Doch, die Hände falten ja, aber in dem Bereich. So wo feste, was machen ist was, unangenehm. Was unangenehm, was. So liegen lassen, dann hier noch so ein bisschen zudecken. Dann gucken wir noch, dass das Totengewand richtig angezogen ist. Das wird alles gleich verbrannt, ne? Ja. Indem wir vorsichtig die Augenlider zusammenschieben. Naja, tatsächlich. Das ist gerade vom Heben dann weiter aufgegangen. Ja. Der Mund ist noch ein bisschen offen, aber den lassen wir so. Ja. Da gibt es verschiedene Techniken auch noch. Dass das zu bleibt, wenn die Leute das angucken wollen. Aber so schlafen auch manche mit offenem Mund. Ja, und teilweise wird er dann entweder zugeklebt oder zugenäht. Und das sind dann so Sachen, die mache ich persönlich nicht so gerne. Mhm. Mit Nadeln so da reinstechen. Das ist komisch, dass man das nicht gern macht, obwohl die tot sind. Ich hab da... Ja. Das ist für mich so... Aber dann gibt es auch Sachen, wo Sie Probleme haben, was Sie ungern machen. Auch. Ja. Wenn Sie es unten angepackt hätten, hätten Sie Probleme gehabt, den loszulassen. Ganz fest? Ganz fest. Und dann noch querstellen. So? Genau so. Dann kleben wir den an Fußende. Mhm. Und oben hat man ja gelernt, dass man da vorne noch mal... Richtig, ans Kopfende. Das war was. Da kann man aber auch seine Mitarbeiter dann schön veräppeln, ne? Wenn das ans Falsche... Hier gehört das Veräppeln nicht hin. Okay. Ich veräpple sehr oft die Mitarbeiter, mache sehr viel. Aber nicht mit den Toten? Nicht mit den Toten, nee. Das habe ich mir fast gedacht, Herr Pfahl, bei Ihnen. Den fahren wir jetzt in die Kühlung. Aber nicht quer? Nicht quer, aber ich gehe mit dem Kopf zuerst rein. Das hat, ja gut, jetzt fahren wir so rum. Ach so, der Kopf soll zuerst? Ja. Warum? Das ist eine Gefühlssache. Ja? Aber es hat keinen Grund. Ja, merke ich jetzt. Gegen Ende des Tages merke ich, dass sie abergläubig. Es gibt bestimmte Sachen. Sie müssen jetzt noch mal den Wagen ein bisschen nach... Heben Sie nochmal an, genau. So, jetzt runter. So. Ja. Die werden jetzt dann ins Krematorium gefahren. Tschüss. 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 Ja. Mein Tag beim Leichenbestatter ist vorbei. Ja. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Bringen Sie noch bis zum Tor. War ich denn ein guter Lehrling? Ja. Ja? Sehr gut. Sind dann andere Lehrlinge pissiger manchmal als ich? Pissiger nicht, aber sind halt jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Ja. Und, warten Sie, ich mache gerade in. Machen Sie das Tor auf. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann wieder auf meiner Beerdigung bei Ihnen. Da waren wir uns ja nicht einig, wer jetzt früher stirbt. Ich glaube, ich sterbe früher. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Ciao. Ich werde bestimmt heute Nacht von Ihnen und den Toten träumen. Ciao. Tschüss.